In der metallverarbeitenden Industrie werden, je nach Aufgabenstellung, die unterschiedlichsten Schweißverfahren eingesetzt. Das WIG-Verfahren beispielsweise, mit Argon als Schutzgas zum Wurzelschweißen. Das Schweißen mit Stabelektroden. Das Unterpulverschweißen. Für Nichteisenmetalle das MIG-Verfahren, hier Aluminium-Dickdraht unter Argon-Helium-Schutzgas. Und schließlich das MAG-Verfahren mit Argon-CO2-Gemisch. Schutzgasschweißen mit abschmelzender Drahtelektrode, normgerecht als Metallschutzgasschweißen, kurz auch MSG bezeichnet, wird an unlegierten und legierten Baustellen eingesetzt. Als MAG-C unter CO2 und das MAG-M mit aktiven Mischgasen. Beim MIG-Schweißen von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer und deren Legierungen finden dagegen inerte Schutzgase Verwendung. Die Universalität des Verfahrens erlaubt das Schweißen an Dünnblech und Dickblech. In Zwangslagen und normalen Positionen, an Wurzel- und Fülllagen. Dieser weite Bereich, vom Kurzlichtbogen bis zum Sprühlichtbogen, sichert bei korrekter Einstellung der Schweißparameter Spannung und Strom fehlerfreie Ergebnisse. Praxisnahe Versuchsdurchführungen im Labor, unter anderem auch an Fertigungsteilen aus der Serienproduktion der Anwender, die Entwicklung präziser Messmethoden oder auch die Untersuchungen von Lichtbogenvorgängen mit einem Spezialprojektor, hier in hundertfacher Vergrößerung, sind wesentliche Beiträge zur Optimierung der MIG-MAG-Verfahrenstechnik. Dem gleichen Ziel dienen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Mit 6500 Bildern pro Sekunde aufgenommen, zeigen sie in einzigartiger Weise das Tropfenverhalten im Lichtbogen beim Metallschutzgasschweißen. Zunächst soll der Einfluss verschiedener Schutzgase beim MAG-Schweißen an unlegierten Baustellen untersucht werden. Hier die Realaufnahme vom Kurzlichtbogen unter CO2. Draht 1,2 mm, Spannung 21 Volt, Strom 145 Ampere. Und jetzt die Hochgeschwindigkeitsaufnahme in 270-facher Dehnung mit regelmäßigen Kurzschlusszyklen und axialem Materialübergang. Die Tropfengröße entspricht etwa dem Drahtdurchmesser. Helle Schlacken unterhalb des festen Drahtendes durch oxidierende Wirkung des CO2. Vereinzeltes Wegspritzen beim Kurzschluss kann durch Kennlinienneigung oder eine zusätzliche Drossel beeinflusst werden. Wechsel von CO2 auf Mischgas. Bei gleichem Drahtvorschub wird mit ca. 3 Volt geringerer Spannung geschweißt. Der Übergang im Kurzschluss erfolgt weicher. Argon hat eine stromstoßdämpfende Wirkung. Axialer, feintropfiger Materialtransport. Geringe Oxidationswirkung, erkennbar an den Schlacken unterhalb des festen Drahtendes. Minimaler Spritzerauswurf beim Kurzschluss. Im Langlichtbogen, dem hohen Leistungsbereich unter CO2, bei 34 Volt, 300 Ampere, ist der Werkstoffübergang grobtropfig. Die Tropfengröße ist 2- bis 3-mal so stark wie der Drahtdurchmesser. Der Materialübergang erfolgt unregelmäßig und nicht axial. Ungewollte Kurzschlüsse führen zu Spritzerauswurf. Die Rauchentwicklung signalisiert die Oxidationswirkung. Unter Mischgas im Sprühlichtbogen, gleicher Leistungsbereich wie bei CO2, auch 300 Ampere, aber nur 31 Volt, geht der Werkstoff feinsttropfig über, normalerweise kurzschlussfrei. Axiale, regelmäßige Tropfenablösung, minimaler Spritzerauswurf, geringe Rauchentwicklung durch schwächer oxidierende Wirkung des argonreichen Mischgases. Mit CO2-Mischgas werden auch Fülldrähte verschweißt. Spezielle Fülldrähte sind nach dem neuesten Entwicklungsstand auch für das Wurzel- und Zwangslagenschweißen geeignet. Sie haben sich bei bestimmten Einsatzgebieten bewährt. Versuch mit Fülldraht 1,2 mm unter CO2 im Kurzlichtbogen. Spannung 20 Volt, Strom 160 Ampere.
Regelmäßige Kurzschlusszyklen sind nicht erreichbar. Der Tropfen wächst um ein Vielfaches des Drahtdurchmessers. Beim Kurzschluss entstehen vereinzelt Spritzer. Auch unter Mischgas ist kein regelmäßiger Kurzschlusszyklus zu erreichen. Der Übergang ist zwar weicher als bei CO2, aber auch hier erfolgt der Materialtransport in unregelmäßigen, groben Tropfen, jedoch mit geringerem Spritzerauswurf. Im Langlichtbogen unter CO2 ist der Materialübergang bei Fülldraht grobtropfiger als bei Massivdraht. Großes Tropfenvolumen, auch bei höherem Strom. Das Material geht nicht axial über. Vereinzelte Kurzschlüsse verursachen Spritzer, die unter Mischgas weitgehend vermieden werden. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen verdeutlichen nicht nur die Wirkung verschiedener Schutzgase, sondern ebenso die Einflüsse unterschiedlicher Lichtbogenarten, insbesondere die des Impulslichtbogens auf den Materialübergang. Der Vorteil des impulsüberlagerten Stromes liegt in der gesteuerten Energieführung. Während des Grundstroms, niedrige Leistung, wird das Drahtelektrodenende schmelzflüssig gehalten. Der Impulsspitzenstrom löst den Tropfen durch starken Pinch-Effekt ab. Im Folgenden nun wird der Impulslichtbogen im Vergleich zum normalen MIG-Lichtbogen untersucht. Beim MIG-Kurzlichtbogen mit 1,6 mm SALMG5, 18 Volt, 150 Ampere, geht der Tropfen im Kurzschluss über. Der Drahtvorschub beträgt 4,2 Meter pro Minute. Das ist die niedrigstmögliche Belastung bei noch stabilem Lichtbogen. Dagegen ist beim Impulslichtbogen mit 33 Hertz bei 17,5 Volt, 40 Ampere Grundstrom und 75 Ampere Gesamtstrom der Tropfenübergang berührungsfrei. Der minimale Drahtvorschub von nur 2,5 Meter pro Minute beweist, dass der gleiche Draht bei stabilem Lichtbogen spezifisch niedriger belastet werden kann. Das heißt für die Praxis, dünnere Bleche können mit dickeren Drähten verschweißt werden. Im MIG-Sprühlichtbogen bei höherer spezifischer Drahtbelastung entstehen durch Magnesiumverdampfungen Turbulenzen im Lichtbogenbereich, die hier im Realbild nicht erkennbar sind. Aber jetzt. Explosionsartige Unruhen durch frühzeitige Magnesiumverdampfung vor und bei Tropfenablösung. Dadurch mögliche Lufteinwirbelung in den Schutzgasmantel, Folge Porosität. Merklich geringer ist die Magnesiumverdampfung beim impulsüberlagerten MIG-Lichtbogen. Während der Grundstromphase hängt der mit 50 Ampere unterkritisch belastete Tropfen ruhig am Drahtelektrodenende. Er wird durch den plötzlich auftretenden Spitzenstrom von 400 Ampere sehr viel schneller abgelöst. Chrom-Nickel-Stähle werden im Gegensatz zu Aluminium wieder mit aktiven Mischgasen verarbeitet. In der Regel sind es Argon-Gemische mit 1-3% Sauerstoffanteil. Auch hier wird der Impulslichtbogen eingesetzt. Besonders vorteilhaft bei der Verarbeitung von dünneren Blechen. Durch berührungsfreien Werkstoffübergang zeigt die Naht eine glatte Oberfläche und gleichmäßige Anschmelzung zum Grundwerkstoff. Das Nahtprofil im Schliff rechts ist gleichschenkelig, fast unterwölbt. Bei der im Kurzlichtbogen geschweißten Naht dagegen überwölbt. Mit rauer Nahtoberfläche und unregelmäßigem Übergang zum Grundwerkstoff. Die Ursachen liegen im unterschiedlichen Werkstoffübergang. Hier zunächst der Kurzlichtbogen mit Draht 1,2 mm, 16 Volt, 85 Ampere unter Argon S1. Der Tropfen geht im Kurzschluss regelmäßig über. Hohe Oberflächenspannung und zähflüssiges Bad führen zu unregelmäßiger Nahtoberfläche. Ohne Kurzschluss erfolgt der Übergang im 33 Hertz Impulsrhythmus bei 19 Volt, 30 Ampere Grundstrom, 75 Ampere Gesamtstrom. Freier Tropfenübergang, gleichmäßiges und kerbfreies Anschmelzen des Grundwerkstoffes. Die minimale spezifische Drahtbelastung bei noch stabilem Lichtbogen kann geringer als beim MAC-Schweißen gewählt werden. Dadurch lassen sich dickere Drahtelektroden an dünneren Blechen verarbeiten.
Im Sprühlichtbogen bei 29 Volt, 220 Ampere, ist der Materialtransport frei von Kurzschlüssen und erfolgt axial. Die übergehenden Tropfen sind kleiner als der Drahtdurchmesser. Sauerstoff als oxidierende Komponente reduziert die Oberflächenspannung und fördert eine bessere Benetzung der Fugenflanken. Der Impulslichtbogen mit 100 Hertz, 29 Volt, 80 Ampere Grundstrom und 210 Ampere Gesamtstrom zeigt in diesem hohen Leistungsbereich keine wesentlichen Unterschiede zum normalen Sprühlichtbogen. Erst die Hochgeschwindigkeitsaufnahme macht sichtbar, dass sich mit jedem Impuls mehrere Tropfen ablösen. Auch hier erkennt man die Kraft des Impulsspitzenstromes, der im Vergleich zum mittleren Stromniveau des normalen Lichtbogens etwa doppelt so hoch liegt. Lichtbogenvorgänge und Einflüsse beim Mic-Mac-Schweißen, die normalerweise für das Auge des Schweißers nicht sichtbar sind, werden durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen erkennbar. Diese Erkenntnisse, wie überhaupt das enge Zusammenwirken zwischen Fertigungsbetrieb, praxisnaher Entwicklung und Forschung in der Verfahrenstechnik, sichern Qualität und Erfolg beim Metall-Schutzgasschweißen.